Schönen guten Tag, liebe Betrachter unseres Blogs. Heute will ich mich befassen mit der anstehenden Generalversammlung. Wir haben jetzt am kommenden Mittwoch, dem 9. Juni, unsere diesjährige Generalversammlung. Sie wird virtuell stattfinden für unsere Mitglieder, ein wenig hybrid für Vorstand und Aufsichtsrat, die sich zum Teil in den Räumen der Ärztegenossenschaft treffen, auf Abstand. Aber die übrige Veranstaltung und die gesamte Veranstaltung läuft dann virtuell. Es ist sicherlich diesmal eine besonders interessante Veranstaltung. Erstens, weil wir auch unter Corona-Zeiten im vergangenen Jahr recht erfolgreich unsere Genossenschaft vorangebracht haben. Ich würde sagen, gar nicht recht, sondern wirklich erfolgreich, sowohl was das Vertragsgeschehen anbelangt, wie die verschiedenen Versorgungskonzepte, die wir in der Landschaft mit aufgebaut und mit organisiert haben. Wir haben von daher auch unseren Mitarbeiterstamm deutlich erweitern müssen. Diese neuen Mitarbeiter werden zur Generalversammlung auch vorgestellt. All diese Leistungen kommen zur Darstellung, auch unsere Bemühungen in der Öffentlichkeit, unsere Meinungen zur Freiberuflichkeit und zur Rolle des Ärztes, Seins zu transportieren in Öffentlichkeit und auch Politik. Wir haben, da ja Bundestagswahlen auch anstehen dieses Jahr, auch ganz klare Forderungen an die zukünftige Bundesregierung bzw. Sozialpolitik. Aber es hat insofern auch eine Besonderheit mit dieser Generalversammlung, weil wir Christoph Meyer verabschieden, der von Beginn an unsere Genossenschaft mitgeführt hat und sehr, sehr viel beigetragen hat zum Erfolg. Nicht nur mit der Führung der Tochterunternehmung Kufarm, sondern unserem Vorstand selbst immer, immer ein wichtiger Partner war. Also Christoph Meyer wird verabschiedet, neu eingeführt ist der Kollege Machemer, Augenarzt für den Vorstand. Da ist also eine Veränderung. Es ist die erste Generalversammlung seit Beginn, die ohne Thomas Rampold stattfindet als Geschäftsführer, der nun auch in diesem Jahr zurückgetreten ist und beziehungsweise er ist noch bei uns, aber von der Geschäftsführung, die von Frau Litt und Herrn Prinzson übernommen wurde. Also auch da eine sehr grundsätzliche Veränderung. Und zusätzlich kommt es zur Wahl des Aufsichtsrates, die hier in diesem Falle am Tag der Generalversammlung nur zur Vorstellung aller potenziellen Bewerber führen wird. Und die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder findet dann aber anschließend unter allen Mitgliedern, deshalb betone ich das, nicht nur die an der Generalversammlung anwesenden oder Interessierten, sondern alle unsere Mitglieder erhalten ein entsprechendes Exposé über die Kandidaten und auch einen Wahlzettel, den sie dann einschicken, sodass wir also hier eine Art Briefwahl für den kommenden Aufsichtsrat durchführen. Und wir haben ein paar neue Bewerber, Bewerberinnen, glücklicherweise auch. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Also insgesamt, glaube ich, spannende und wichtige Generalversammlung in diesem Jahr, aber wie gesagt auch leider virtuell. Wir haben letztes Jahr ja schon unsere 20-Jahr-Feier ausfallen lassen, wollten sie jetzt vielleicht nachholen, aber auch das ist noch verfrüht. Und es gibt nun sicherlich auch wichtigere Dinge als zu feiern. Viele, viele mussten auf Feiern verzichten, also ist das nicht das Bedeutende? Das Bedeutende ist eigentlich, dass wir unser Unternehmen weiterhin erfolgreich führen und alle, die daran beteiligt sind, engagiert sind, ob das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oder ob es die Vorstandsmitglieder sind und insbesondere die Geschäftsführung. Also ich hoffe, es wird eine gute Veranstaltung und ich hoffe, dass wir viele Interessierte finden, die sich daran beteiligen, wenn auch virtuell. So, das war diesmal alles. Danke.